die akademische Weiterbildung in Österreich seit dem 01.10.2021. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wussten vielleicht, dass es schon bisher in Österreich neben den Regelstudien Bachelor, Master, Doktor auch akademische Weiterbildung gab, die man mit einem Dekret oder sogar einem akademischen Grad abschließen konnte. Hier gibt es den akademischen Experten, einem Lehrgang, der von Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen angeboten wird, mindestens 60 European Credits umfassen muss und mit dem Wort akademischer und einem Zusatz abgeschlossen wird, akademische Immobilienmaklerin zum Beispiel. Dieses Dekret wird als Associate Dekret bezeichnet und noch nicht in öffentliche Urkunden eingetragen. Aber es gab auch die Möglichkeit, Mastergrade der Weiterbildung zu absolvieren, die zwar nicht die Promotionsreife bringen, also nicht zur Promotion berechtigen und auch nicht A-wertig im Bundesdienst machen, aber als akademische Grade sogar eintragungsfähig sind. Und diese konnte man auch ohne Bachelor, oft sogar auch ohne Matura, Abitur absolvieren. In Österreich haben das über 35.000 Studierende in den letzten Jahren gemacht. Nun wollte man, nachdem auch hier sehr viele unterschiedliche Mastergrade verliehen werden konnte, dieses System ändern und hat neben das System der ordentlichen Studien, der Regelstudien, Bachelor, Master, PhD, Klammer, Doktor, auch außerordentliche Studien in einer ähnlichen Architektur gestellt. Die akademischen Expertengrade bleiben gleich, aber neu eingeführt seit dem 01.10.2021 der Bachelor professional im Rahmen eines außerordentlichen Studiums. Daneben auch den Bachelor of Arts Continuing Education, also mit Hinweis auf das außerordentliche Studium, daher Bachelor of Arts in der Klammer dann mit großem C, großem E bezeichnet, und den Bachelor of Science ebenfalls mit dem Zusatz Continuing Education und darauf aufbauend Masterstudien, den Master of Arts Continuing Education, den Master of Science Continuing Education, den Master Professionell, den MBA, den LLM, also Master of Laws, und den Executive MBA. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ändert sich jetzt dadurch? Es sind neue Studiengänge dazugekommen. Man kann also auch in der Weiterbildung einen akademischen Grad Bachelor und Master erwerben in Österreich. Diese akademischen Grade sind den Regelstudien völlig gleichgestellt und sie sind auch wechselseitig anerkannt und durchlässig. Das heißt, Sie können mit einem Bachelor professional und einem Master in einem Regelstudien in jeder österreichischen oder europäischen Hochschule anschließen. Was ist jetzt das Spannende? Ein Bachelor professional hat zwei wichtige Dinge. Erstens, er kann von der Hochschule alleine nicht angeboten werden, sondern wird in Kooperation mit einer außerhochschulischen Bildungseinrichtung durchgeführt. Der Klassiker ist, die Donau-Uni macht mit dem WIFI gemeinsam ein Programm. Der Vorteil dieses Bachelor-Professional, man braucht keine Reifeprüfung, um dieses Bachelorstudium beginnen zu können. Berufspraktische Kenntnisse und Ausbildungen können hier als Zugang gewählt werden. Wenn Sie jetzt ohne Abitur beispielsweise mit einer Meisterausbildung den Bachelor professional absolvieren, können Sie danach, wie gesagt, jedes Regelstudium Masterniveau anschließen. Bei den anderen Bachelorgraden, die in der Continuing Education angeboten werden, also der Bachelor of Arts und der Bachelor of Science, jeweils mit dem Zusatz Continuing Education, ist die Matura, Abitur und Berufserfahrung erforderlich, um dieses Studium beginnen zu können. Aus meiner Sicht wird es da nicht wahnsinnig viele Interessenten geben, denn Sie können im Rahmen der akademischen Weiterbildung keine Familienbeihilfe beziehen und müssen die Studiengänge auch selber finanzieren. Warum sollte also jemand, der Matura hat und an einer Hochschule ein ordentliches Bachelorstudium absolvieren können, dann, wenn er Berufserfahrung auch noch hat, das kostenpflichtige Programm wählen. Aber der Bachelor Professional ist eine spannende Geschichte. Nun, beim Master Professional ähnliches, wenn er als Art oder als Master of Science abgeschlossen wird. Es gibt aber auch die schon bekannten Mastergrade MBA und Master of Law als außerordentliche Studien, wo man aber einen Bachelor als Zugangsvoraussetzung braucht. Das einzige Studium der akademischen Weiterbildung auf Masterebene in Österreich, den Sie
ohne Bachelorzugang absolvieren können, ist der neue Executive MBA, der auch ohne Bachelor absolviert werden kann. Auch hier gibt es berufspraktische Zugänge, die von den einzelnen Hochschulen definiert werden. Und das Schöne ist, dass das dann einem Regelmaster gleichgestellt ist und in der Regel auch mit der Promotionsreife verbunden ist. Wenn ich Sie jetzt verwirrt habe damit, dass ich Ihnen sage, es gibt akademische Expertinnen und Experten weiterhin, es gibt Bachelorgrade in außerordentlichen Studien, Bachelor of Arts, Continuing Education, Bachelor of Science, Continuing Education, Bachelor Professional in Kooperation mit einer außeruniversitären Bildungseinrichtung, aber der einzige Bachelor, der auch ohne Hochschulzugangsberechtigung absolviert werden kann, darauf aufbauend den Master of Arts, Continuing Education, Master of Science, Continuing Education, Master Professional, MBA, LLM und Executive MBA. Also wenn ich Sie damit wirklich verwirrt habe und Sie Fragen haben, schreiben Sie einfach ein Mail an uns, wies@viennastudies.com. Dankeschön.